Aber wir sollten jetzt erstmal nach Hause. Ah, da könnten wir vielleicht hingehen, wenn wir die Sachen alle aus der Tasche haben und zu Hause waren. Weil da gibt es bestimmt wieder ganz viel Munition. Pinsel. Ja, gut, nehme ich mit. Vielleicht malen wir unsere Base denn aus Beton an. Und dann denken die Zombies aus Beton, da klopfen wir nicht gegen. Dabei ist es nur Holz. Ach schön, Sonnenuntergang. In 7 Days to Die. Wunderschön. Und unsere Waffe geht bald kaputt. Gute Nacht, Only Yours. Schlaf schön. Hoffe, du hast eine ruhige Nacht. Ist ja schon 23:30 Uhr, okay? Gar nicht auf die Uhr geachtet. Da sieht der Berg nicht so hoch aus. Da kommen wir wahrscheinlich schneller rüber. Ah. Und nun stehen wir wieder mitten in der Nacht hier in der Pampa. Ja, die letzten Sonnenstrahlen versinken hinterm Berg. Achso, Monatin, ja, der ist ja schon lange weg, glaube ich, oder? Hier muss doch dann aber eine Straße in die Stadt führen, oder? Also nur für nächste Mal. Wenn wir in die Stadt da hinten gehen. Wäre das natürlich schön, wenn wir da einen Weg haben. Warum leuchtet denn der Baum so? Gar kein Mond da. Ich glaube, da haben sie noch ein Problem. Die Bäume sollten nicht beleuchtet sein in der Nacht, oder? Und normalerweise sollte da Mond sein. Der ist auch nicht da. Haben sie ja einen super Patch rausgebracht. Hallo Pulsar, schön, dass du da bist. Da ist eine Straße? Nee, ist nicht. Da könnte der Mond sein, ne? Aber der dürfte ja die Bäume nicht so beleuchten. Das sieht nicht korrekt aus, irgendwie. Na gut, Beleuchtung egal, wir wollen nach Hause. Und wir kommen nicht nach Hause, weil wir schon wieder so schwer überladen sind hier. Sieht's mit Durst aus? Wir haben schon wieder richtig Durst. Immer Durst. Ach, guck mal, wir haben ein Buch hierbei. Warum schleppe ich denn das mit und lese das nicht gleich? Mondfinsternis, ja, genau. Nee, aber die Bäume sehen aus, als ob sie von der Sonne bestrahlt werden. Die leuchten ja sogar von der Seite. Selbst wenn der Mond da ist, dürfte der Baum von der Seite nicht beleuchtet sein. Wo ist unser Haus da? Sieht ein bisschen komisch aus.
Übrigens, Bullseye, ich bin auch gleich am Anfang gestorben am Hund, ja? Und irgendwie kam am vierten Tag diesmal eine Horde. Eine Bluthorde. Blutmondhorde. Also, Patch ist ganz komisch, was sie da rausgehauen haben. Meine Ordnung muss man haben. Ja, meine Ordnung ist gut. Die ist Weltklasse. Meine Ordnung ist die beste. Nicht nachgeladen. Mann. Immer das Gleiche. Oh. Blut. Sehr guter Loot. Sehr, sehr guter Loot. Ich habe immer Ordnung bei mir. Immer. Ich finde immer alles. Gleich nach dem Suchen. Was macht er denn? Das ist ein Dicker, wa? Ah ja. Okay, ist weggegangen. Der hat Angst vor mir gehabt. Dann lass ich noch mal weggehen. Man muss ja nicht jeden Zombie töten, der hier rumläuft. So, dann sind wir ja schon wieder bei unserer Stadt. Wunderschön. Ach, das Überladen, das nervt mich aber auch langsam echt. So, dann könnten wir, wenn wir zu Hause waren, entweder hier mal reingehen. Einfach nur in der Hoffnung, dass da Munition ist. Oder wir gehen in die andere Stadt wieder und holen, gucken da in der Kirche nach. Was es da Schönes gibt. Ja, hier das Militärcamp wäre schon interessant, oder? Wahrscheinlich sau tödlich, weil unsere Waffe ist auch gleich kaputt. Muss mal gucken, ob wir Reparaturkits bauen können. Oder ob wir dafür wieder ein Rezept brauchen. Doch, ich lerne das. Kiste auf, alles rein. Das Beste, was man machen kann. Und das ist die beste Ordnung. So, langsam haben wir die Verseuchung weg. Ich freue mich schon darauf. Das wird so schön. Sag mal, wohnen wir hier nicht irgendwo mal? Irgendwann müssen wir doch mal da sein. An unserem riesen Gebäude. Komplex. Boah, die Stamina ist so nervig. Ich will nicht mehr überladen sein. Hupala. Ah, ich sehe mein Haus. Ach, es ist schön, wenn man nach Hause kommt.
Die Sache ist die, wir könnten das Häuschen natürlich auch noch ein bisschen sicherer machen. Ich meine, es hat uns ja schon eine Nachthorde überleben lassen. So, guck mal, wie ordentlich meine Kisten sind, ja? Also ich möchte sagen, da staunt man manchmal. Was können wir denn hier alle drin schmeißen? Fleisch haben wir auch hier, ja. Das passt da nicht mehr rein, das auch nicht. Das kriegen wir nicht drin. Das geht alles nicht rein. Okay, und der Rest kommt denn hier rein. So, zum Beispiel du. Du. Ne, die Eier können wir da noch reinschmeißen. Das Geld doch auch eigentlich. So, so, so. Eisen, Pinsel weg. So, warum war das nicht zusammen? Keine Ahnung. Und die Waffe, nee, die muss erstmal gemoddet werden. Warte mal. Erstmal hier dieses Ding raus. Weil das packen wir jetzt hier rein. Ja. Nein, wir schmeißen es erstmal auf den Boden. Meine Villa, meine ich, genau, meine Villa. haben wir aufgehoben, ja. So. Du wieder hier rein, so. Und dann kann die Waffe hier rein. Und Geld und Eier müssten doch hier unten reinkommen, ja. Siehst du, Eisenpfeile haben wir hier auch noch. Ja, und wenn man so kleines Häuschen oder so eine große Villa hat, ja, dann ist das halt schwierig mit dem Sortieren, ne? Wie viel Holz haben wir noch? Nicht genug. Nicht genug, nicht genug. Dann sollten wir vielleicht noch mal Holz holen, Spikes bauen und Steine, um Bruchsteine rumzulegen, war, damit wir ein bisschen stabiler hier sind. Wir brauchen Steine. Stein und Holz. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal gar nicht irgendwo weg. Wir werden erstmal uns um unser Häuschen kümmern. Glaube, der Plan ist gut. Huch, man muss auch treffen. Was brauchte ich denn für den Bruchstein? Noch Lehm oder so, ne? Hatten wir noch Lehm zu Hause? Warte mal kurz gucken. Ich bin der Meinung, wir hatten noch Lehm. Ein bisschen. Und Blei kann auch hier bleiben. So, können wir dieses komische Bruchstein machen? Können wir Pflastersteine. Macht das mal. Ich möchte schon mein Haus ein bisschen sicherer haben. Erstmal. Sehe da zwar noch Verbesserungspotenzial, aber ja, wir müssen da überleben erst. Wir haben ja eine Standritt. Irgendwann haben wir hier den ganzen Wald gerodet. Ja, komm, hol mal kurz Luft. Dann mache ich mir mal kurz eine Zigarette an. So, hast du wieder Luft? Gut. Kann man weiterkloppen. Ja. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Stein mit, warm. Aber diese Schmiede kann ich noch nicht bauen, wa? Doch, könnte man.
Leder, Klebeband und Rohre. Müssten wir normalerweise alles da haben. Bräuchten nur Lehm und Steine. Wir bauen uns mal eine Forge. Also eine Schmiede. Nur weiß ich nicht, ob wir die gleich zu Hause hinsetzen oder ob wir die erstmal irgendwo hinstellen. Oder dafür ein separates Häuschen bauen. Der Baum hat so viel Gestrüpp und ist dann so ein kleiner Ass. Na komm, weg damit. Oh, wo ist denn der Baum da? Ja, aber ich habe Luft. Mein Char hier in 7 Days nicht und der raucht nicht. Also kann Rauchen ja nicht so schlimm sein. Schippe hatte ich weggeschmissen, zufällig, wa? Peng! Peng, huch! Peng! Peng! Ich hätte ja jetzt auch lieber einen Kaffee statt eine Zigarette. Ach, nur fall doch um, Mensch. So, danke für die Pfeile. So, wir bräuchten einen Spaten, ne? Spati, Spati. Können wir nicht bauen, weil uns wahrscheinlich irgendwas fehlt, wa? Was fehlt denn? Ein paar Sträucher. Gut, die sollen wir aber irgendwo finden. So, mach mal hin. Wir brauchen Leben. Ach, Pulsar, heute hat es übrigens geklappt mit dem Stream, ja? Gleich auf Anhieb. Was gestern ja noch so schief lief. Wie viel Leben brauchten wir für die Schmiede? Ja, ist ja egal, wir brauchen ja sowieso da auch noch Leben drin. Können wir ruhig ein bisschen mehr mitnehmen. Ja, ich habe mich diesmal vorher mit diesen Studio-Versionen beschäftigt. Und gehofft, dass alles funktioniert denn. Und diesmal hat es auch gar nie funktioniert. So, das sollte dann aber erstmal für die Schmiede reichen. Wollen wir die erstmal hier reinstellen? Wird am Ende so eng hier, oder? Leder brauchten wir noch, ne? Leder, 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 Leder. 18, ich hoffe, das reicht. Und Röhrchen, ne? Und dann Schmiede. Wo sind die? Was fehlt denn noch? Klebeband natürlich. Dreimal Klebeband. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir noch ein paar Steine und die Stone Axe haben wir weggeschmissen, ne? Weil wir die unterwegs nicht mehr brauchten.
Ich habe die beste Schaufel der Welt, ja. Und damit kann man richtig was wegschippen. So, fertigen. Hätte ich vielleicht vorher machen können, dass ich den Tausch schon mal aufbauen könnte. Aber wir könnten ja schon mal Spikes machen, ne? 24? An das Verbrauch Holz, ey. Weil mit Spikes haben sie alle 0, nichts kaputt gemacht. Die haben ja nur echt nicht lange gehalten, die Spikes. Ach so, wir heißen die Reparaturkits. Kann man die nur bauen, wenn man das gelernt hat, oder kann man das auch so bauen? Reparaturkit kann man auch so bauen. Klebeband und geschmiedetes Eisen. Würde ich mir dann nämlich mal bauen wollen, weil unsere Pistole ja doch nicht mehr so gut aussieht. Die würde ich gerne mal reparieren wollen. So, jetzt können wir auch noch Pflastersteine machen. 7. Weil wir natürlich keine Steine haben. So, gut. Ah, hier am Bett, am Fußende, damit es immer schön warm ist. So, dann schmelzen wir mal Lehm ein und Eisen warm. Wo hat man das Eisen? Das ist alles Eisen, was ich bisher habe? Okay, wir waren gut unterwegs. Ich glaube, allzu lange braucht es nicht laufen. Wir brauchen weiterhin... Oh, die Schippe ist ja schon gleich kaputt, ey. Okay, das dauert alles noch ein bisschen. Oh, wie viele Steine brauchen wir dafür? 10. Wie viel haben wir gebaut? Die hat nicht allzu viel Bruchstein, ne? So, also ich fühle mich immer sicherer hier. Okay, das war so klar. Haben wir noch irgendwo Stein? Stein, Stein, Stein? Gut, einzeln sammeln bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Hier gibt es aber auch keine Ressourcensteine. Überhaupt nicht gerade, ne? Ein nebliges Wetter. Warte mal, kann man das vielleicht nochmal? Blendet ganz schön irgendwie, ne? Wenn es in der Nacht zu dunkel wird, kann man es ja nochmal ändern, aber ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser, oder? Wäre es sinnvoll, wenn wir uns gleich in den Boden graben, statt einen Ressourcenstein zu suchen? Na komm, wir nehmen den Stein da. Nein, ich verbrenne mir da meine Füße nicht an der Schmiede. Ist da genau richtig. Sind dann schon mal ein paar Sachen durch? Ja, es sind schon mal ein paar Sachen durch. Dann können wir die Waffe erstmal reparieren. Und dann die Schippe.
Ich hätte mal gucken sollen, was als nächstes gebraucht wird für die Steine. Ob das schon Beton war oder brauchen wir dafür noch was anderes? Na, wir sind ja gleich wieder da und gucken mal. Und dann sollten wir sehen, dass wir das Haus ein bisschen vergrößern, wa? Ein bisschen zumindest. So eine zweite Etage? Wäre manchmal gar nicht so verkehrt, oder? Die über die Stacheln dann geht. Können wir denn schon wieder was machen? Nee, wir haben ja kein Leben, ne? 200 Steinchen? Naja, ein paar nehmen wir noch mit. Aber dann müssen wir wieder buddeln. Oh, ich würde sagen, wenn wir hier unten bei 100 sind, dann reicht das. Erstmal. Geht ja nur erstmal darum, ein halbwegs stabiles Haus haben zu können, zu wollen, zu machen, zu bauen. Damit wir ein bisschen sicher sind. Dann können wir mal sehen, ob wir vielleicht eine Eisenschaufel bauen können. Mal. Wenn sich schon hier lustig gemacht wird über meine schöne Steinschaufel. Diese Diskriminierung, ja, über gegenüber Steinschaufeln. So, ich buddel mich mal im Berg rein. Ist bestimmt nicht schlecht. Als wenn wir hier einen Graben ziehen oder sonst was. Dann haben wir später auch mal was davon. Huch. Da bin ich an eine falsche Taste gekommen. Auch typisch. So, 200 sollte ja schon eigentlich fast reichen. Für den Anfang. Die Schmiede verbraucht ja auch noch ganz viel Leben. Na, wir nehmen mal lieber ein bisschen mehr. Wir reparieren erstmal unsere wunderschöne Schaufel, damit sie uns weiterhin Leben liefert. Wie viel haben wir denn? Na, noch ein bisschen. Noch ein 100er. Jetzt verbringen wir echt den ganzen Tag hier. Nur um unser Haus ein bisschen sicherer zu bekommen. Na gut, das ist ja auch wichtig. Muss ja sein. Es wird zwar noch nicht Fort Knox sein, aber es muss ja wenigstens unser Überleben sichern. Oh. Fängt es schon wieder an zu regnen. Ist aber auch ein hässliches Wetter hier. Was brauchen wir denn als nächstes? Beton. So, davon brauchen wir noch 20 erstmal. 20? Nee, eigentlich können wir alles machen. Er ist eigentlich ein bisschen viel. Machen wir erstmal 200. Machen wir 250. So, Pferdchen. Dann müssen wir den oberen Ring auch voll kriegen, hoffe ich.
Gut, dann ist es ziemlich schnell abgebrannt hier gerade. Blei hatten wir hier. Hatten wir nicht eben erst Regen? Das Spiel mag mich überhaupt nicht. So, Spikes sehen auch ein bisschen wenig aus. Haben sie alles weggeräumt hier. Ja, sollten wir vielleicht noch eine Reihe rummachen, oder?